Heute bauen wir mal einen wirklich kleinen Minispion, umgangssprachlich auch Wanze genannt. Der Einfachheit halber funktioniert der hier auf UKW-Frequenzen, könnte aber auch anderweitig abgestimmt werden. Dieser Minispion wird aus einer kleinen 1,5 Volt Knopfzelle gespeist und hat eine Reichweite von etwa 50 Meter. Die Beispielschaltung hier wurde auf 87 MHz abgestimmt. Wir machen jetzt hier mal einen kleinen Test mit einer alten Nachrichtensendung, also bitte nicht erschrecken über den Inhalt der Nachrichtensendung. Folgende offiziellen Gespräche zwischen Erich Honecke und Mengistu Haile Mariam. Ich gehe jetzt mal hinaus und entferne mich vom Sender, um die Reichweite zu testen. Im Austausch hatten beide Seiten die Vereinbarungen als einen weiteren wichtigen Schritt zur Vertiefung der Zusammenarbeit beider Parteien und Staaten gewertet. Mengistu Haile Mariam brachte seinen tief empfundenen Dank für die erwiesene solidarische Hilfe zur Überwindung der Dürrefolgen in Äthiopien sowie für die erklärte Bereitschaft der DDR zum Ausdruck, diese wirksame Unterstützung fortzusetzen. Die Partei und Staatsführer stellten übereinstimmend fest, dass die Zusammenarbeit vom gemeinsamen Eintreten für Frieden und Fortschritt gegen die imperialistische Politik der Hochrüstung und Konfrontation gegen den Kurs der Einschüchterung und Erpressung geprägt ist. So, und ab hier etwa wird das Signal jetzt zu schwach. Wir sind jetzt in etwa 45 Meter entfernt vom Sender. So, dann schauen wir mal, wie man diesen kleinen Sender zusammenbaut. Wie man sehen kann, ist die Schaltung ziemlich einfach gehalten. Auf der linken Seite sehen wir ein Mikrofon, dann gibt es ein paar Kondensatoren und der Oszillator ist auf der rechten Seite mit zwei Transistoren. Und dann ganz rechts sieht man den Ausgang für die Hochfrequenz, wo die Antenne angeschlossen wird. Als erstes müssen wir von der Leiterplatte die Ränder etwas abschleifen. Das geht ziemlich gut mit einem Dremel. Hier schalten wir mal auf schnellen Vorlauf. Das ist die fertig abgeschliffene Platine. Die Bauelemente gehen auf die eine Seite und die Batterie dann auf die andere. Die Platine ist übrigens 0,8 mm dick. Wir kleben die kleine Platine mit zwei kleinen Tropfen Sekundenkleber an den Ecken auf eine Heizplatte. Das könnte man auch in einem Herd machen oder anderweitig in einem Ofen oder was, wenn keine Heizplatte vorhanden ist. Dann muss auf jedes Pad ein wenig Lotpaste aufgebracht werden. Das geht am besten mit einer Nadel oder Spritze mit sehr feiner Kanüle. Das wird jetzt ein bisschen länger dauern hier. Deswegen machen wir nochmal den schnellen Vorlauf. Da viele der Pads nur wenige Zehntel eines Millimeters breit sind, muss man hier ziemlich ruhige Hände haben. Wenn mal was daneben geht oder man zu viel drauf macht, dann sollte das berichtigt werden, bevor man die Bauelemente aufbringt. Also man muss dann halt die Lotpaste, den Überschuss wegnehmen oder halt zurechtschieben. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Nämlich die Bauelemente aufzulegen. Einige dieser Bauteile sind nur 0,4 x 0,2 mm groß, also schon fast die kleinsten, die man derzeit kaufen kann. Und das Ganze geht natürlich nur mit einem Mikroskop. Es reicht aber eines dieser billigen USB-Mikroskope, die man zum Beispiel auf eBay findet. Die Bauelemente werden so gut wie möglich in die richtige Position geschoben. Und wenn irgendwo Lotpaste fehlt, dann kann diese noch nachträglich aufgetragen werden. Das größte Bauelement ist hier das Mikrofon. Um den Bauelementepreis niedrig zu halten, habe ich nicht das kleinste erhältliche gewählt. Das würde dann nämlich ziemlich teuer werden. Die Bauteile hier, der Preis liegt so um die 6 Euro.
So, jetzt wird die Heizplatte auf 250 Grad gestellt. Und ab einem bestimmten Punkt verflüssigt sich dann die Lotpaste und die Bauteile ziehen sich in die richtige Position. Die Platine sollte dann am besten sofort von dem heißesten Punkt der Heizplatte entfernt werden, um zu vermeiden, dass das Mikrofon überhitzt und beschädigt wird. Anschließend dann wird der Antennendraht aufgelötet. Und in diesem Beispiel hier löten wir jetzt einen Draht in die zwei Pluspol-Vias, der dann als Batteriehalter dient. Man kann natürlich auch Drähte anlöten und die mit einer anderen Batterie verbinden. Ja, das ist es schon gewesen. Wahrscheinlich einer der kleinsten Minispione, die man noch selbst bauen kann. Eine detaillierte Bauanleitung im PDF-Format kann man erhalten, indem man auf den Link in der Beschreibung klickt. Ich danke euch fürs Zuschauen und abonniert euch, wenn ihr über zukünftige Projekte informiert werden wollt. Bis bald!